Dank für den schönen Applaus, den können wir natürlich ganz gut gebrauchen, weil Wochenende war vielleicht nicht ganz so überragend, obwohl wir haben ja heute einen Sieger bei uns, weil die U21 hat nämlich gewonnen und da ist er jetzt Co-Trainer. Wieder haben wir so eine Kurve. Also kein Problem, Messenkrem ist da, wunderbar. Wir freuen uns weiterhin auf einen Fan. Er war vor ein paar Wochen schon mal hier und er durfte wiedergewählt werden. Wie früher in der Hitparade hat man ihn letztendlich wiedergewählt. Stefan Fenn, herzlich willkommen. Ist natürlich auch deswegen hier, weil er ja mein Präsident im Fanclub ist und ich muss mich ja gut mit ihm halten. Ne? Also von daher kein Problem. Und natürlich haben wir auch wieder unseren ständigen Experten hier. Er ist immer fleißig mit einem Spruch parat. Wir freuen uns, auch wenn er das Kölsch jetzt erstmal genießt. Herzlich willkommen, Thomas Wagner. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Über die U21, also über den erfolgreichen FC reden wir später. Das Beste bewahren wir uns zum Schluss auf. Aber wir müssen natürlich auch über die Profis reden und ich habe dich ja auch bei den Kollegen bei Sky gesehen, dass du da auch fleißig als Analyst tätig warst. Das kannst du jetzt hier fortsetzen und hier unter uns kann man vielleicht sogar noch ein bisschen freier reden. Was hast du für ein Spiel gesehen? Jetzt bin ich mal gespannt, weil der ist ja jetzt Trainer. Ja, geht das überhaupt? Verstehe ich? Ich bin da so lang, ich schalte ein. Ja, teilen wir uns alle eins noch besser. Also erstmal guten Abend zusammen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich denke, es wird ein lustiger Abend. Ein interessanter Abend. Und ja, zum Spiel am Samstag. Was immer noch große Porte verlieren. Zu verlieren ist immer blöd. Vor allem, wenn es dann so zustande kommt, wie es dann auch passiert ist. Man muss auch, glaube ich, ehrlich sagen, dass die Augsburger keine Schimpfpartie gezeigt haben. So sehe ich das zumindest. Sie hatten schon Hochkaräter an Torschancen, gerade die Timo da natürlich extrem gut gehalten hat. Ein bisschen Glück. Wäre es vielleicht sogar möglich gewesen, einen Punkt vielleicht auch 3 zu holen. Aber es sollte nicht sein und von daher denke ich, spielt der FC bis jetzt so eine gute Runde. Das darf man nicht vergessen, wir stehen gut da und ich glaube, wenn sie jetzt in Bremen wieder nachlegen, dann ist auch alles soweit okay. Ja, das nehmen wir erstmal so hin. Geht aber noch ein bisschen in die Tiefe, weil ansonsten könnte man dann wieder aufhören. Und das wollen wir natürlich nicht. Und wir wollen natürlich erstmal den Fan hören. Du warst ja auch im Stadion, ich habe dich auch vor den Toren da getroffen. Und kannst du mir mal erzählen, wie du es jetzt gesehen hast, das Spiel, und wie du jetzt dann anschließend rausgegangen bist? Stocksauer oder einfach nur, mein Gott, hat das nicht sollen sein? Ja, also erstmal bin ich eine gewisse Spur stocksauer rausgegangen, weil es halt, finde ich, nicht nur wie immer eigentlich gegen recht defensiven Gegner sehr einfallslos war, beziehungsweise die zündenden Ideen vom Mittelfeld zum Sturm fehlten, sondern weil für mich, und das fand ich eigentlich recht bedenklich, die Defensive sehr stark gewackelt hat. Gegen einen, jetzt sage ich mal, nicht offensiven Gegner wie Schalke, Dortmund etc., sondern gegen einen ja, mittelmäßigen Gegner eigentlich, dass da die Abwehr doch sehr löchrig war. Und ohne Timo Horn hätten wir, glaube ich, schon zur Halbzeit auslos hinten gelegen. Also der Landparade zeigen war schon Weltklasse. Ja, im Endeffekt haben wir uns dann draußen noch getroffen und als ich dann gehört habe, dass der Freischuss keiner war und dass der Elfmeterpunkt, weil ich gar nicht so bekommen habe, da recht weit gefilmt worden ist, war ich dann erstmal richtig sauer. Und ja, aber wie gesagt, im Endeffekt war es wie immer gegen den Gegner recht wenig eingefallen, das Spiel zu machen und dann aber trotzdem am Samstag wieder Torchancen gehabt, die dann leider Gottes, wie der Patrick schon sagte, nicht gut waren. Tja. Okay, das war jetzt deine Meinung. Jetzt muss der ständige Experte natürlich noch seinen Senf dazugeben und das wollen wir natürlich. Auch Thomas, leg los. Ja, einerseits stimmt das, was Patrick gesagt hat. Ich tue mich auch schwer, hier so eine Pauschalkritik zu üben, weil das insgesamt vom Zwischenergebnis immer noch okay ist. Was aber auch Fakt ist, wenn man so einen guten Saisonstart hatte wie der FC und teilweise Spiele gewonnen hat, wo man gar nicht so genau wusste, warum das so war, und wir auch schon hier an anderer Stelle festgestellt haben, dass es eine spielerische Weiterentwicklung eigentlich gab, dann ist natürlich die Ausbeute aus den Heimspielen gegen Hoffenheim, Hannover, Mainz und Augsburg schon enttäuschend. Ich denke, das darf man als Fan dann auch sein. Weil das, was sicherlich viele FC-Fans sich erhofft haben, was wir auch spekuliert haben, dass es spielerisch nach vorne besser wird, das habe ich in Ansätzen zu Beginn der Saison gesehen. Das sehe ich im Moment jetzt nicht mehr ganz so. Und du weißt es, und vielleicht auch die, die immer hier waren,
es ist natürlich vieles zu Saisonbeginn über Modest gelaufen. Ich habe damals immer schon gesagt, also, dass so viele gesagt haben, der ist meilenweit besser als Uca, das habe ich nie so gesehen. Und man kann jetzt vielleicht auch erahnen, ohne mich jetzt auf ihn einzuschießen, alle haben mir gesagt, haben die Hoffnung an meinen Dachschaden. Das ist halt ein Spieler, wenn es läuft, bringt er dich wirklich deutlich nach vorne. Aber wenn es nicht läuft, dann kann er dich auch mit der Körpersprache so ein bisschen runterziehen. Und im Vergleich, Uca hat jetzt 6 Tore, Uca hat 7. Also wenn aus dem Mittelfeld wenig kommt und der vorne nochmal knipst, nicht mehr knipst, dann wird es halt schwierig. Ja, das sehe ich auch so. Jetzt wollen wir mal hören, was der Patrick dazu sagt, weil der kann es natürlich am besten nachempfinden, selber Trainer gewesen. Und ja, bitte, Patrick. Ja, also ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass wir hier, wie der Kollege gesagt, vom mittelmäßigen Gegner sprechen, der immer in der Europa League spielt. Also ich glaube, man hat schon in vielen Ansätzen gesehen, dass diese Mannschaft letztendlich ohne Grund das geschafft hat. So einfach ist es dann eben nicht, gerade für uns, so ein Spiel zu machen gegen solche Mannschaften, die versuchen gut zu verteidigen, die natürlich dann hoffen auf einen schnellen Konter, und so war es ja am Wochenende auch. Unsere Jungs haben versucht, schnell nach vorne zu spielen, das Mittelfeld schnell zu überbrücken, und da sind natürlich oft leichte Ballverluste passiert. Und somit haben wir die Augsburg natürlich eingeladen. Und ich glaube schon, dass es das Spiel Augsburger letztes Jahr war. Und ich glaube auch, dass es dieses Jahr wieder das Spiel von denen ist. Und man merkt halt schon, dass da ein gewisser Handschrift vom Trainer zu sehen ist bei denen. Und ich bleibe dabei, ich glaube, der FC Augsburg ist nicht ohne Grund in die Europa League gekommen. Und wenn ich uns zum Beispiel jetzt sehe, wir sind leider nicht der FC Bayern München, der jeden Betonklotz auf Seite räumt, sondern man muss es dann einfach Step by Step sehen. Und ich glaube, dass Peter Stöger und Schmack das genau richtig machen. Die Mannschaft entwickelt sich. Ich glaube, zu letztem Jahr ist es schon ein sehr großer Sprung passiert, zu diesem Jahr, gerade im Offensivbereich. Und ich glaube, dass es mit der Zeit noch besser wird. Natürlich gibt es auch Phasen, wo es mal nicht so ideal ist, wie jetzt gerade, speziell bei Toni natürlich, wo gerade darüber gesprochen worden ist. Aber das gehört eben auch dazu. Wenn ich das Spiel am Wochenende sehe, die Chancen vom Wochenende hätte er wahrscheinlich vor 6 Wochen blind reingemacht. Das ist im Fußball einfach so. Der Kopf und das Selbstvertrauen spielen dann eine sehr große Rolle. Und das fehlt ihm einfach jetzt natürlich ein Stück. Und wenn man dann natürlich noch Meter verschießt, in so einer Situation, was eigentlich ich persönlich gut finde, dass ein Stürmer sagt, okay, ich habe den Mumm, ich gehe hin, ich versuche die Flaute vielleicht so zu beenden mit einem etwas einfachen Tor, dann zeigt mir, das ist okay, das war die richtige Einstellung oder der richtige Wille, okay, es ist schief gegangen, aber das gilt jetzt abzuarbeiten, gerade für Peter Stöger und auch für Anthony, und ich glaube schon, dass er der Mannschaft sehr, sehr gut tut und auch extrem wichtig ist, weil das Spiel schon ein bisschen auf ihn hergeschnitten ist, weil er schon als Fixpunkt vorne drin steht. Da gibt es immer halt 1, 2, 3 Spiele, die immer rumspielen. Wird sehr viel gewechselt, der Bosaco oder auch Mazzola oder Hosenja jetzt zum Schluss. Aber ich glaube schon, dass Anthony mit der wichtigste Baustein der Truppe ist. Also Toro dürfen natürlich auch andere schießen, Rosina zum Beispiel hat ja auch schon wieder ein paar vergeben. Du wolltest noch was sagen vielleicht, Marc? Ja, es ist natürlich im Moment so ein bisschen auch das Problem, ich sehe es auch wie Patrick und habe das auch zu Beginn der Saison gesagt, dass ich finde, dass sich offensiv schon ein bisschen was getan hat. Das heißt aber auch, dass die Spielanlage vom FC natürlich zu Hause jetzt auch ein bisschen anders ist. Also man versucht schon mehr Initiative zu ergreifen, man versucht ein bisschen offensiver zu sein als im letzten Jahr. Im letzten Jahr hat man teilweise Spiele gegen Freiburg und sowas zu Hause verloren, wo beide eigentlich ja, erstarrt sind in ihrem Bemühen, nicht ins offene Messer zu laufen. Jetzt machst du was, aber wenn wir mal ganz hart gerade auf die Heimspiele gucken, wir haben dieses Thema schon häufiger mal gehabt, dann muss man sehen, wo kommen die Offensivaktionen her. Also von Lehmann aus dem Mittelfeld kommen sie nicht. Er ist auch nicht so stark drauf wie im letzten Jahr. Über die Außen fehlt mir letztlich auch so ein bisschen die Robustheit, haben wir bei Bittencourt und Bosaco schon festgestellt. Bei Zoller sagen jetzt alle, ja gut, es ist besser als letztes Jahr, aber oben in der Bundesliga ist das immer noch nicht. Im zentralen Mittelfeld, Jujic haben wir auch schon oft diskutiert, es kommt halt insgesamt zu wenig nach vorne. Egal, ob die Spieler eine Formkrise haben oder ob sie jetzt im Moment ein bisschen zurückgefallen sind. Also ich sehe Ansätze, es offensiver zu versuchen, aber das Individuelle reicht im Moment nicht, um einen Gegner, da bin ich bei ihm, wie Augsburg, die kompakt sind, auseinanderzunehmen. Aber dieses Problem haben ja viele Mannschaften in der Liga. Es tun sich viele leichter, hinten zu stehen, wie der FC in Leverkusen, wie Augsburg in Köln oder wie Mainz von großen HSV am Wochenende. Wie war das? So, ja, stimmt. Ja, okay. Das war mal ja, jetzt haben wir eben gehört von Patrick, dass er es gut findet. Das kann man ja auch so sehen. Es gibt da so eine 50% Entscheidung. Ich finde das jetzt gut, dass er den Elfmeter geschossen hat. Ich hätte genug Leute, die es auch ein bisschen anders gesehen haben. Das ist ja so ein bisschen besser, wenn es recht hinterher, aber ich gehöre auch zu denjenigen, die anhand der Körpersprache mir Sorgen gemacht haben, wenn das mal gut geht. Also in dem Fall, an deiner Meinung nach, war es richtig, dass Modest, der vorher schon so ein bisschen die Flügel hat hängen lassen,
von der Körpersprache her, meiner Meinung nach, dann den Elfmeter gemacht hat. Also erstmal könnte man natürlich jetzt theoretisch sagen, am besten hätte Eckstoßmeier geschossen als Linksfuß, dann hätte der Elfmeterpunkt auf der einen Seite mal sortiert können, wie er will, dann wäre der Elfmeterpunkt auf der anderen Seite gewesen. Aber also ich finde es auch generell richtig, dass er geschossen hat, weil es kommt ja auch immer so auf das Gesamtspiel an. Also wenn jetzt Modest der Einzige in dem gesamten Spiel gewesen wäre, der recht unsicher ist, recht unbeholfen ist, dann hätte ich gesagt, lass den heute nicht schießen. Aber die gesamte Mannschaft war ja recht unsicher am Samstag. Und es war jetzt keiner, wo ich jetzt sage, wenn der ihn schießt, der trifft den blind rein. Also von da fand ich es auch, genau wie Patrick auch sagt, richtig, ihn schießen zu lassen und dadurch eventuell mit so einem einfachen Ball Selbstvertrauen. Da darf ich aber nicht mal ein. Es gibt so Typen, er ist so einer gewesen, muss man sagen, Lukas Podolski könnte man noch nennen. Die können vorher den größten Scheiß gespielt haben und die hauen dann aber das Ding rein. Also oder treten dann an und haben auch die Körpersprache. Beim Anthony hatte ich ein bisschen, also der wirkte schon teilweise ein bisschen ängstlich. Oder bilde ich mir jetzt nur ein, weil er verschossen war. Ja, du hast ja selbst nie gespielt. Von daher. War aber der Schumpfhilfe-Zeit, also. Ah ja, ja, jetzt. Fabian, viele Punkte. Nein, da kann man lange drüber diskutieren, jeder hat eine eigene Meinung. Ich habe eben schon gesagt, ich glaube, das ist genau das Richtige, aber Anthony ist der Schütze in den letzten Wochen eh gewesen. Er hat auch den DFB-Pokal getroffen, ich glaube, der liegt auch einmal als Elfmeter, meine ich, oder? Also wie gesagt, so war es bei mir auch, ich war auch im Elfmeterschütze. Und das war mir immer unabhängig vom Spiel, ein Elfmeter ist irgendwie so ein bisschen anders mal zu sehen, so war es für mich zumindest immer. Ich habe mir eh nie viel Gedanken gemacht, zum Glück. Also es gibt schon Leute, die lassen mehr. Und das ist der Unterschied, das meine ich nämlich. Das ja, das muss aber er auch noch lernen. Also wie gesagt, er ist jetzt recht jung in Köln und wenn es läuft, dann ist es immer recht einfach. Aber es gibt natürlich auch oft die Phasen, wo es beim Fußball eben nicht so doll ist. Und da geht es dann eben gestärkt rauszugehen. Von daher wäre das halt der perfekte Dosenöffner gewesen, vielleicht wieder Selbstvertrauen zu tanken und wieder in einen normalen Fluss reinzukommen. Jetzt muss er vielleicht ein bisschen mehr aufarbeiten, aber er wird schon wieder so rauskommen, dass er bald wieder wichtige Tore schießen wird. Und ich denke, das ist das Wichtigste für uns alle, dass er und auch viele andere wieder treffen. Aber so eine Körpersprache zu deuten, finde ich im Fußball sehr schwer. Mich habe auch teilweise im Training gesehen und dachte, was macht der denn da? Letztendlich, wenn der Ball da lag, war er doch drin. Und das ist immer ziemlich schwierig, finde ich, Körpersprachen zu deuten. Natürlich hat der eine oder andere ein mulmiges Gefühl vielleicht, wo er angelaufen ist, wo er direkt... Da sind wir ja alle gleich, oh, der hat zwei, drei Chancen vergeben, der hat seit ein paar Wochen nicht getroffen. Und automatisch kommt der Gedanke, oh, der geht eh daneben. Das ist halt die normale Einstellung leider der Leute im Stadion, das ist auch nicht böse gemeint von denen, aber ich hätte mich gefreut, wenn der Toni getroffen hätte. Ja, wieso macht er den jetzt am, so macht er den am Samstag jetzt rein, dann sind wir alle zufrieden. Ja. Nehme ich gerne an, okay, das ist jetzt praktisch schon die Vorhersage. Aber Patrick, in einem möchte ich gerade schon so ein bisschen zur Seite springen. Natürlich ist es völlig okay, wenn man sagt, okay, eine bessere Chance als einen Elfmeter reinzuschießen, würde er nicht bekommen und dann sprechen wir über dieses Thema gar nicht mehr. Aber insgesamt, und da bin ich schon bei Ralf, das hat jetzt auch nichts damit zu tun, weil wir uns gut kennen, du hast manchmal sicherlich auch vielleicht ein bisschen abwesend im Spiel gewirkt, aber ich habe das nie so empfunden, dass es eine negative Körpersprache war. Da bin ich schon ganz klar bei Ralf, das ist mir im Moment ein Stück weit zu negativ und ich weiß auch gar nicht, warum er in so einem Negativlauf drin ist, weil er hat ja nicht irgendwie, man hat ihm ja keine Tore geklaut, es ist ja nicht so, dass die Leute ihn absichtlich nicht anspielen. Am Anfang lag ihm alles hier zu Füßen und er hat einfach irgendwann nur nicht mehr getroffen. Es sieht ja nicht so aus, dass ihn irgendeiner in der Mannschaft nicht mag oder schneidet. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich Defensivspieler wäre in dieser Mannschaft, ich war früher ein Defensivklopper, mich würde es ärgern, wenn er da vorne rumsteht, nicht trifft und dazu noch mit Schultern rumläuft, als wenn er die ganze Last der Welt zu tragen hat. Und da kann man dann schon darüber spekulieren. Es ist natürlich total müßig, ich gehe da rein und sage mal, das war die richtige Therapie. Aber über den Elfmeter hinaus bin ich schon nicht ganz weit entfernt von der Meinung meines Moderators. Und die beiden Aschenblatt-Typen, wenn die hier reden, ne? Ja, die sind zusammen, ich merke das schon. Nee, aber nicht immer. Wie gesagt, wenn man das Darmstadt-Spiel als Beispiel sieht, da gebe ich auch recht, da war die Körpersprache und Spannung von ihm vielleicht nicht so, wie sie es alle erhofft hatten die letzten Wochen. Aber ich finde jetzt auch im Spiel am Wochenende, du hast schon am Anfang gesehen, dass er wieder bemüht war. Du hast aber eben auch gesehen, je mehr unglückliche Aktionen dazu kamen, desto lauter wird sich auch von den Rängen. Das nimmt den einen oder anderen Spieler eben dann doch mit. Und das ist natürlich auch klar, dass er irgendwann nicht mehr vor Selbstvertrauen strotzt. Und spätestens halt nach dem vergebenen Elfmeter dann nochmal die Großchance, die er hatte zum Ausgleich. Da sind wir ja alle Menschen genug, um einzuschätzen zu können, dass das nicht gerade für einen ideal ist. Von daher
hoffe ich oder ich denke, ich kenne Peter auch schon ein bisschen jetzt, der wird den Jungen wieder hinbekommen. Aber ich glaube, dann auch dieses Quäntchen Glück fehlt einfach. Und man ist immer so einfach gesagt, wenn dir das eben fehlt, musst du halt noch mehr arbeiten, damit du dieses Quäntchen Glück wieder hast, um dann im entscheidenden Moment auch mal nachstehen zu können, wo dann ein ganz einfacher Ball hinfällt. Und das ist natürlich auch gerade schwer für ihn, aber ich glaube schon, dass also Peter ja auch kennengelernt, hat schon richtig gutes Händchen. Also wir Stürmer sind eh alle sehr sensibel, was das angeht. Ich hatte auch mal Phasen, wo ich 3-4 Spiele nicht getroffen habe oder gerade im Zweitliga, wo ich 20 Mal Aluminium geschossen habe, da habe ich immer gedacht, hast du einen Lappenschuss oder was ist hier los? Aber das sind Sachen, die man mit sich selbst einfach ausmachen muss. Und irgendwann kommt der Moment da, wo du weißt, okay, ich mache wieder ein bisschen mehr, das Glück kommt und dann gehen auch die einfachen Dinge wieder einfach. Okay. Das war auch, was ich gerade sagen wollte. Der Test ist, glaube ich, generell auch ein sehr sensibler Spieler. Und ich habe deswegen am Samstag auch noch umso mehr gehofft, dass er in den Meter reingeht, weil ich glaube, wenn er den reingemacht hätte, wäre die restliche halbe Stunde im Spiel die Körpersprache ihm auch ganz anders gewesen. Dann wäre er wieder mit komplett breiter Brust rumgelaufen, hätte, ich sag mal, jeden Gegner wieder abgegrätscht, hätte die Bälle geholt. So war natürlich dann nach dem verschossenen Meter die Körpersprache noch ein bisschen resignierender. Aber ja, wie er schon sagt, jetzt müssen wir uns dann am Samstag in Bremen dann einen nachholen. Aber die anderen dürfen natürlich auch treffen. Aber Patrick, ist es nicht so? Ich meine, du weißt, wie eine Profimannschaft tickt. Wenn ich Mitspieler bin, ne, und sehe, okay, der hat uns die ersten 5-6 Spiele, hat der uns die Prämien, Punkte und alles hier den Erfolg gerettet, für den glaube ich ja auch ganz gerne. Wenn aber so jemand in einem negativen Strudel dann drin ist und nicht so viel arbeitet, wie zum Beispiel letztes Jahr Nuja, der ja technisch wahrscheinlich schlechter ist als Modest, aber wo du in jedem Spiel gesehen hast, der hat sich reingehauen bis zum Anschlag. Ist das nicht auch was, wo ein bisschen diese negative Körpersprache jetzt nicht so einer sein, der von den Zweikämpfen kommt, also wenn er schon nicht trifft und dann keine Assists und dann vielleicht vorne keine Zweikämpfe sucht? Das ist eine, finde ich, nicht ganz ungefährliche Mischung. Ich will das jetzt nicht dramatisieren, aber wie wirkt das deiner Meinung nach zum Beispiel auf Mitspieler? Du sagst es ja, also wie gesagt, die Leute gucken schon drauf innerhalb der Mannschaft, weil die auch genau wissen, dass eben er der Garant war in den ersten Wochen, die wichtigen Toren. Und dann ist es auch so, wie du sagst, dass jeder natürlich auch gerne ein, zwei Meter mehr macht. Jetzt mal unabhängig davon, dass er wenig macht, das ist ja gar nicht so. Er hat auch die ersten Wochen nicht die Gasse gegeben. Er hat jetzt gerade eine Phase, wo er zum ersten Mal merkt, dass es nicht so ideal läuft für die ersten Wochen hier. Dann jetzt eben den Mitspielern wieder klar zu machen, okay, er ist wenigstens bemüht. Er gibt alles und dann ist es für die Jungs auch kein Problem, ob man spielen kann oder doch. Aber ich glaube, dass Peter ein recht gutes Händchen dafür hat oder auch jetzt Max Lehmann als Beispiel lang dabei sind, die sehen das schon und das wird auch dann schon besprochen innerhalb der Mannschaft. Der Charakter der Jungs ist einwandfrei und wenn sich da einer ein bisschen hängen lässt, dann wird das schon klar kommuniziert von Trainerseite. So war es bei uns auch und ich glaube auch, dass es bald mit dem Thema Dorflaute vielleicht auch erledigt ist. Natürlich ist es jetzt auch, darf man auch nicht vergessen, gerade mit einem verschossenen Elfmeter ist es vielleicht nochmal ein Stückchen schwieriger geworden, weil sowas halt schon im Kopf irgendwann richtig drin ist. Aber wie ich eben schon oft gesagt habe, Peter und auch der Rest vom Trainerteam deuten das schon ganz gut. Die werden das auch klar ansprechen, sobald sie halt merken, dass es vielleicht nicht gerade gut läuft und er lässt sich zusätzlich hängen. Und ich glaube, dass er dann auch klar gesagt bekommt, dazu, Toni, auch wenn es nicht läuft, dann kämpft für die Mannschaft, die Jungs rennen auch für dich. Dann ist es, glaube ich, auch kein Thema mehr in der Mannschaft. Okay, das nehmen wir jetzt erstmal so mitten in eine kleine Pause. Wir müssen aber nach der Pause auch mal über, ich meine, der Toni wird jetzt hier quasi immer so aus der Alleine dargestellt, der jetzt die Chance hat, was er mit hat. Ich meine, ihr kriegt auch nicht so irrsinnig viel aus dem Mittelfeld. Das sollten wir gleich nach der Pause besprechen. Und bis dahin würde ich sagen, erstmal Kölsch trinken und bis gleich. Ciao. Willkommen zurück beim FC Stammtisch. Ja, wie ihr seht, haben wir einen kleinen Wechsel vorgenommen, weil der Stefan war eben sozusagen die Vertretung für den Alex Rosenstein, der extra aus Belgien angereist ist. Und für beide jetzt mal einen Applaus für die beiden Fans, die das aufgestellt haben. Stefan, auch dir nochmal danke, dass du gerade eben eingesprungen bist, aber der hat natürlich von Belgien aus ein bisschen Probleme gehabt bei der Anreise, ich glaube an der Grenze wurde kontrolliert. Aber er ist gut durchgekommen. Ja, dann fange ich doch einfach mal mit dir an, weil du hast ja schon ein bisschen was verpasst. Wir haben über Modest gesprochen, wurde natürlich auch zu Recht hier von Patrick in Schutz genommen, wie sich das gehört. Im Großen und Ganzen aber haben wir auch gerade, oder habe ich versucht gerade mal, Bogen zu schlagen zum Mittelfeld, weil
Ich meine, aus dem Mittelfeld wird er ja auch nicht gerade mit Flanken rot so bedacht, dass man sagt, Mensch, der hat jetzt so viele Möglichkeiten im Spiel, dass er aus 10 mal 2 macht oder so. Siehst du das? Ja, ich muss zuerst mal sagen, richtig, der Stürmer lebt von den Bällen, die er bekommt. Unser Mittelfeld ist im Moment, sage ich das mal ganz einfach, will ich sagen, desolat. Aber wir verlieren im Mittelfeld hauptsächlich im Aufbau des Spiels viel zu viele Bälle. Nach vorne hin wird oft blind gepasst. Der Gegner hat es ganz, ganz leicht, die Bälle abzufangen. Und gut, wie gesagt, nach vorne hin tun wir uns das Verhältnismäßig sehr, sehr schwer im Moment. Also, das ist zumindest von Fanseite aus bestätigt, dass zumindest auch das Mittelfeld nicht ganz unschuldig daran ist, dass der Toni vielleicht nicht ganz so gut aussieht. Würdest du das bestätigen oder nimmst du jetzt auch das Mittelfeld in Schutz? Dafür bist du Trainer und der Spielangestellter. Weißt du, das ist auch gut. Nimm eins mal. Ja, also klar, wir Stürmer, das ist ja generell im Fußball so ein Leben, die vom Mittelfeld. Und ich habe eben schon mal gesprochen, ich glaube, die Qualität ist schon wesentlich erhöht worden als zum letzten Jahr. Marcel Risse als Beispiel, der natürlich sehr torgefährlich ist, nach hinten gerutscht jetzt, weil Pavel eine lange Zeit verletzt war. Und ich glaube schon, dass eine große Qualität dort vorliegt. Ich glaube, wir haben auch dieses Jahr schon sehr häufig gute Torchancen kreiert und hatten auch viele Möglichkeiten. Auch jetzt am Wochenende gegen Augsburg war es trotzdem möglich, ein, zwei Tore zu schießen. So ist es ja nicht. Ich glaube, dass da so ein bisschen diese Effektivität fehlt, vielleicht gerade bei Leo Bittencourt, den ich ziemlich gut halte. Weil ihr merkt es dann einfach, ihm fehlt einfach mal dieses Tor einfach, dass er weiß, boah, weißt du was, ich kann nicht nur ein gutes Trip bringen, ich kann nicht nur vorlegen, sondern ich kann auch selbst abschließen. Und jetzt am Wochenende hat Zoller zum Beispiel außen gespielt, als gelernter Stürmer. Natürlich müssen auch die Jungs Torgefahr ausstrahlen und auch gerade die beiden Stürmer mit Chancen füttern. Ich glaube auch, dass es lange Zeit schon sehr gut gemacht hat. Ich denke gerade der Ball auf Anthony Modest vor der Abwehr her, den Marcel Risse aus dem Halbfeld spielt, das ist schon eine Waffe. Aber natürlich, wenn du halt dann mal einen Gegner hast wie Augsburg, die dann wirklich wenig zulassen, beziehungsweise wir natürlich sehr oft den Ball im Mittelfeld schon verloren haben, dann musst du halt vielleicht auch einen anderen Weg gehen, um zum Torchancen zu kommen. Ich glaube, es war möglich, ein Tor zu erzielen, wie ich eben schon gesagt habe. Es ist dann einfach vieles vom Kopf gesteuert, auch für die Spieler selbst dann. Wenn ich jetzt Toni wieder sehe als Beispiel, im Normalfall macht er dann die beiden Tore und wir sitzen heute nicht hier und diskutieren über das Spiel, dann was gewonnen haben. Aber man muss sich halt die Chancen eben auch ein Stück weit erarbeiten und ich glaube, daran gehören dann wirklich alle zu. Das fängt dann hinten schon bei der Viererkette mit den Außenspielern an, wie Jonas Hector, der sehr oft mit nach vorne kommt, dass wir durch das Mittelfeld transportiert, wo natürlich Matze Lehmann jetzt nicht der Spielertyp ist, der vorne abschließt, sondern der schon eine klare Sechser die Position hält. Daneben hast du auch Gerd oder auch Vogt, die das Spiel antreiben sollen. Also du hast schon Qualität am Platz, die ein Tor machen können. Und ich glaube, dass es auch wieder jetzt bald der Punkt kommen wird, wo alle wieder diese Geilheit entwickeln, ein Tor schießen zu wollen, wenn es einfach einmal wieder richtig geknallt hat. So ist es im Fußball einfach. Das ist alles Kopfsache. Und manchmal musst du einfach dieses Erfolgserlebnis haben. Und ich glaube, dann werden wir auch noch den einen oder anderen Punkt bis zur Winterpause holen. Da wird es schon keiner gehen. Also, nein, das hat jetzt auch nicht super falsch überkommen. Also, auch Vogt und Lehmann beide hier schon beim Stammtisch gewesen und wir schätzen die sehr. Wir schätzen die vor allem in ihrer Defensivpartie, die sie unheimlich gut spielen. Und wollen wir mal versuchen, uns hier weiter zu fahren? Danke, wunderbar. Ja. Thomas, genau das wollte ich gerade fragen. Also die beiden sind ja definitiv wirklich der Bank gewesen. Ich sag mal so, was den kreativen Part angeht, da ist natürlich noch ein bisschen Luft nach oben. Da sind ja noch ein paar andere Leute auf der Bank. Wie siehst du das? Ich will jetzt nicht der Nagasawa erwähnen, das erspare ich dir jetzt. Aber Janik Eder hat zum Beispiel am Samstag einige vermisst. Ja, ich auch, muss ich sagen. Also ich finde, er ist einer der wenigen, wo ich im Moment das Gefühl habe, er hat kein Kopfproblem. Er ist jemand, der ist mutig, er kann Fußball spielen. Würde im Moment bei mir auf jeden Fall immer zur Anfangsformation gehören. Bisschen kurios finde ich die Entwicklung. Also wenn ich die ersten Heimspiele sehe, Wolfsburg nehme ich mal aus, weil das war sicherlich ein Spiel, was dem FC entgegenkommt. Du kannst gut hinten stehen und Nadelstiche, dann kommen Gegner so ein bisschen auf Augenhöhe, zumindest damals. Gegen HSV haben wir drüber geredet, war 70 Minuten jetzt auch kein Offensivfeuerwerk. Gegen Gladbach hattest du die eine Chance, die du genutzt hast. Aber normalerweise kannst du aus solchen Spielen, kriegst du ja dann die Erfolgserlebnisse. Pat spricht die ganze Zeit vom Kopf. So, dann hast du so zwei Spiele zu Hause gehabt gegen Ingolstadt. Das fand ich trotz 1-1, das hat mich sogar, da hab ich auch gesagt, das war deutlich besser gegen einen sehr gut organisierten Gegner als im letzten Jahr.
gegen Hannover bis zu dieser blöden Hans-Szene war das auch gut 40 Minuten. Aber seitdem muss man ehrlich ganz fair sagen, dass die Kurve in den Heimspielen nach unten geht. Und wenn wir auch immer völlig zu Recht alle Verantwortlichen loben, können wir jetzt auch mal festhalten, glaube ich, dass das Offensivspiel im Moment stockt. Ich bin auch davon überzeugt, dass man da irgendwelche Rezepte dagegen finden wird. Das große Problem ist für mich, du hast verschiedene Waffen eigentlich gedacht, hättest du. Kreativität und Standard, hast du Jujic für gekauft, müssen wir jetzt nicht drüber reden, er funktioniert einfach nicht. Dann hast du gesagt, okay, wir haben vielleicht auf den Flügeln Leute, die schnell, wendig und dribbelstark sind, was du auch richtig gesagt hast. Aber Osako, Bittencourt letztlich, das Zutrauen, aufs Tor zu gehen, aufs körperlich vom Kopf her ist im Moment nicht da. Und wenn du dann irgendwie sagst, Standards, gut, das ist eigentlich seit längerer Zeit schon ein bisschen ein Ärgernis. Ne? Und wenn du dann Risse, das ist für mich immer einer gewesen, der hat im letzten Jahr nach vorne immer mal einen überraschenden Schuss, einen Dribbling, irgendwas drin gehabt. Finde eigentlich super, wie der von hinten spielt, aber der fehlt mir im Moment auch so ein bisschen vorne. Das heißt, verschiedene Optionen, die du hättest, die zünden alle im Moment nicht so richtig. Das heißt, von hinten ist eigentlich, meine ich schon, dass von der Fehlerkette auch mehr kommt als im letzten Jahr, aber ab der Mittellinie ist eigentlich im Moment mit wenigen Ausnahmen Schluss. Und das ist das Problem. Ja, dann gebe ich das nochmal an den Alex weiter, der natürlich eben auch schon gesagt hat, da fehlt ein bisschen was, der Name Gerhard ist gefallen. Jetzt wollen wir um Gottes Willen niemanden jetzt zum Hals vorbringen, aber wäre das einer, wo du sagst, den würde ich jetzt eigentlich eher zutrauen, nach vorne den Ball, ja, letztendlich dann auch die entscheidende Zone zu bringen. Oder, ja, ich sag mal, ist das eigentlich völlig egal, weil austauschbar sind die Jungs von ihrer Wertigkeit. Ja, natürlich ist das ganz klar eine Option. Gut, ich möchte manchmal nicht mit dem Trainer tauschen. Was hat er an Alternativen? Was ist da, was ist geboten? Welchen Spieler kann er auch bieten? Wie in so einem Spiel beispielsweise jetzt gegen Augsburg, denke ich mal ganz einfach, haben wir uns ein paar ganz gefährliche Konter auch eingefangen, weil wir auch als Heimmannschaft ziemlich offensiv aufgestellt waren für meine Begriffe. Und das hat sich auch so manches Mal gerecht. Ich war erstaunt über die Spielart, über die direkte Spielart von Augsburg. Diese schnelle Passagen, die uns phasenweise wirklich ins Sprudeln gebracht haben, was die Abwehr anbelangt und so weiter und so fort. Wir waren was für ein ungesammelter Hühnerhaufen, phasenweise hinter der Abwehr in gewissen Szenen. Was kann der Trainer jetzt bringen? Welche Alternativen haben wir? Wir haben in Sicherheit, ganz klarer Fakt. Und dann fängt schon das große Stocken an, was das Mittelfeld anbelangt. Wie gesagt, über die Flügel, das Spiel von Risse am Samstag hat mir auch zum Teil gefallen, weil er auch sehr gut gefallen, weil er sehr offensiv eingestellt war. Aber er hat in manchen Passagen hat er doch vehement hinten gefehlt und wie gesagt, dann brach das ganze System förmlich hinten auseinander. Und wenn wir Hörnchen nicht hätten, bin ich ganz ehrlich, dann hätten wir uns auch schon das ein oder andere Gegentor eingefangen. So ehrlich muss man auch sein und dann war das Spiel vielleicht eh abgehakt von vornherein. Wie gesagt, wollen wir mal nicht über diesen Schwerter philosophieren, das ist eine ganz andere Sache. Aber ich fand trotz alledem, dass es ein Spiel auf Augenhöhe war. Und wie beispielsweise, das von zu Hause angeschaut, wie der Spieler der Reporter von Sky beispielsweise sagte, derjenige, der das erste Tor schießt, der ist höchstwahrscheinlich der Sieger des Spiels. Und so war das letztendlich. Aber das ist natürlich die Schlüsselszene mit Modest, ganz klar. Aber trotz alledem muss man nicht vergessen, dass ein Timo Horn 3-4 hochkarätige rausgeholt hat und zum Spieler des Tages geworden ist. Das ist klar. Ja, so, wenn wir als reiner Modstab nicht dargestellt werden, Timo Horn war Weltklasse, muss ich einfach sagen, einfach der gehalten hat, sagenhaft. Gut, das hat aber leider dann doch nicht gereicht. Das Spiel wollte ich jetzt auch gar nicht mehr groß thematisieren. Mir ging es eigentlich eher darum, nochmal diese Situation im Mittelfeld darzustellen. Risse ist ja auch so ein Fall. Ich meine, seitdem er aus dem Vorderbereich raus in die Abwehr gegangen ist und Olkowski den Platz übernommen hat, da haben ja alle gesagt, auch du Thomas, Mensch, das sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und dummerweise haben wir seitdem im Prinzip Ausnahme Leverkusen mit den beiden Standards und so Moment gemacht. Hängt das irgendwie zusammen? Ja, ich kann mal anfangen. Wie gesagt, ich bin ja, ich mag die Spielweise von Risse. Ich finde, dass es letztes Jahr gut gemacht hat. Ich finde, dass es richtig gut als rechter Verteidiger macht. Sicherlich auch nicht ganz so einfach. Wobei, Pat wird mir recht geben, ich glaube, es ist leichter, wenn du offensiv was kannst, auf defensiv umzuschulen, als defensiver ein großer Dribbler auf der Außenbahn zu werden. Das ist auch ein guter Ansatz, finde ich, weil im letzten Jahr hat man hinten halt sehr stabil gestanden, aber, gebe ich Patrick auch recht, es fängt ja auch schon hinten an, ob du schnell Pässe nach vorne kriegst. Das klappt mit Risse und Hector eigentlich richtig gut.
Die andere Frage, die hier gerade aufgekommen ist, also du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast den Kader, von dem du normalerweise ausgehst, dass du Kreativität entwickeln kannst. Wir haben vor der Saison alle Schmatke und Stöger für die Transfers gelobt. Jetzt ist natürlich die Frage, warum zünden diese Leute im Moment nicht? Ne? Ich bin nicht immer beim Training, ich kann das nicht beurteilen. Ob sie so weit hinten dran hängen, dass der Trainer sie wirklich nicht bringen kann, denn der FC lebt ja auch davon, dass du dich über die Trainingswoche immer wieder anbieten kannst. Oder musst du dann vielleicht mal sagen, okay, das sind sensible Fußballer wie ein Jojic, den muss ich vielleicht zweimal bringen. Aber wie kommt das in der Mannschaft an, ne? Wenn einer vielleicht dann auch nicht die Meter macht? Schwierige Situation für den Trainer, aber im Moment sind die Sachen, wo wir uns alle versprochen haben, dass mehr Kreativität, mehr Spielfreude, mehr Spielwitz da ist, sind im Moment alle so ein bisschen in Stocken gekommen und Risse kann von rechts hinten gar nicht so viel anschieben, wie er vorne im Moment fehlt. Ne? Das ist das, was ich sagen wollte, dem Risse hinten fehlt ein Risse vorne. Also das ist sozusagen die Krux an der Sache. Wie siehst du die ganze Geschichte, gerade auf dieser rechten Position? Ja, ich glaube, das war dem Umstand geschuldet, dass natürlich auch Pavel lange Zeit verletzt war. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Der wurde quasi aus der Not, finde ich, eine richtig gute Position für Marcel geschaffen. Haben sie gar nicht schlecht gelaufen? Ja, also ich glaube einfach, so sehe ich das. Ich kenne Marcel ja auch schon ein bisschen länger. Ich finde sogar, das ist für ihn eine sehr gute Position, weil er da seine Stärken quasi richtig zum Vorschein bringen kann. Er ist halt sehr schnell, er hat eine super Flanke, er hat einen guten Schuss leider. Kommt auf der Position natürlich wesentlich seltener zum Abschluss, als vorher noch der Fall war. Aber mit seinen Läufen die Linie runter und teilweise mit den Flanken aus dem Halbfeld auf Modest, das ist ja auch schon zwei, dreimal beim Tor gelandet, glaube ich schon, dass es eine Position ist, wo Marcel auch eine gewisse Zukunft hat. Jetzt wird man sehen, da hat sich dann Peter schon umgestellt, hat Marcel wieder nach vorne gestellt und Pavel hinten rein. Pavel war noch lange Zeit verletzt. Wenn er seinen Rhythmus wieder findet, wird er mit Sicherheit wieder eine große Option für hinten sein. Aber die Frage ist halt, wann ist es bei Pavel soweit? Er war sehr lange verletzt, dann natürlich nicht mehr das Vertrauen von letzter Saison, wo wir uns alle einig sind, dass er eine sehr gute Saison gespielt hat. Und ich glaube auch, wenn der seine richtige Rückrundenvorbereitung wieder macht, dann wird der Pavel wieder zur alten Stärke kommen. Dann wird es vielleicht auch wieder der Fall sein oder auch öfters, dass die Position wieder mit Pavel hinten besetzt, so mit Marcel vorne und Marcel vielleicht in die Situation wieder kommt, wo er auch wegen der zweiten Jahre, wo er zusammengespielt hat, hat er glaube ich seine 10 Tore geschossen und alle Schüsse aus 25 Metern. Ich würde es mir wünschen, wenn das wieder so kommt, aber ich glaube trotz allem, dass Marcel auch ein großes Potenzial auf der Position hinten rechts hat. Okay, dann lass uns einfach mal darüber reden. Alex, da gehen wir mal ins Gesamte. Der Ist-Zustand des 1. FC Köln ist ja eigentlich jetzt, um Gottes Willen, kein schlechter. Wir haben nach dem Spiel verloren, da ist man halt nicht glücklich. Das ist keiner, wir nicht. Also da kann man natürlich nicht mit zufrieden sein. Aber in der Gesamtsituation jetzt in dieser Saison steht der FC da, wo er hingehört. Ist mehr drin oder sollten wir schon die Füße stehen haben und können es gar noch schlechter auf? Ja, ich denke mal ganz einfach, im Moment heißt es erstmal Ruhe bewahren, wie auch immer, keine Ahnung. Das Einzige, was ist, wir haben natürlich diese Vorschusslorbeeren aus den ersten Spielen, aus den Spielen, die, will ich jetzt nicht sagen, unerwartet gewonnen wurden, aber sag mal ganz einfach Schalke oder gegen Gladbach oder auch gegen Leverkusen beispielsweise, da bin ich jetzt ganz ehrlich drin, hätte ich mal ganz einfach gesagt, vor dem Spiel, wenn wir dann unentschieden machen, ist die ganze Sache gut. Jetzt beispielsweise dieses Spiel, jetzt wieder mal um auf Samstag zurückzukommen, hatte ich mir persönlich mehr erhofft. Und die letzten drei Spiele haben mir als Fan, aber ich muss jetzt aufpassen, bevor Bett das wieder sagt, du hast ja selbst kein Fußball gespielt, bevor ich mir hier so eine Klatsche einfange. Ich habe schon eine. Du hast schon eine. Ja. Dann gleich das mal aus. Ich sage mal ganz einfach, die letzten drei Spiele haben mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Fußballerisch nicht, aus dem ganz einfachen Grunde, weil das nicht der FC ist, der diesen Fußball von den ersten Wochen zelebriert hat. Wir waren anfangs frech, wir waren spielwitzig, wir hatten Spielideen und es kann nicht sein, dass da 11 Burschen auf einem Platz stehen und sich davon einen einzigen Stürmer da gewissermaßen wieder runterziehen lassen. Im Gegenteil, was ich jetzt gerne sehen würde, und wir haben mit Sicherheit genügend Spieler, die Rückgrat haben, die das Potenzial auch dafür haben, das zu zeigen, das zu verdeutlichen auf dem Platz, dass jetzt mal, wie gesagt, ein Ruck kommt, weil wie gesagt, jetzt ist die Ruhe im Moment noch da. Lass uns noch ein oder zweimal verlieren. Guck dir mal den Tabellenstand an, Punktemessen und so weiter und so fort. Wenn dann Unruhe eintritt, dann weiß ich nicht, wie sich die ganze Sache entwickeln wird. Von daher, es ist gut, wo wir stehen, es ist auch verdient, wo wir stehen, aber es muss etwas passieren, auf jeden Fall auf kurz oder lang. Das ist was gesagt. Nee. Also schon gesagt natürlich sozusagen. Ne? Aber dann gebe ich auch mal weiter an Thomas.
Ja, ich meine, du musst dir ja nur die Entwicklung anschauen. Du hattest nach 5 Spielen 10 Punkte, wir waren uns alle einig, obwohl du noch nicht mal richtig gut gespielt hast. Also bessere Voraussetzungen kannst du noch mal gar nicht haben. Wenn du Spiele gewinnst, die auf Messerschneide stehen und du hast noch Potenzial, aber du hast auch Selbstvertrauen, also besser geht's kaum. Und aus den nächsten 10 Spielen hast du auch nur 10 Punkte geholt. Also ist es erstmal der Trend. Und über die Spielweise haben wir schon gesprochen. Und dass sich Fans natürlich aus 4 Heimspielen, Hoffenheim, Hannover, Mainz, Augsburg, mehr erhoffen als, was haben wir, 2 Punkte, glaube ich, ne? Und 0 Tore, das ist ja auch ganz klar. Deshalb sage ich immer hier, jeder beim FC, jeder, der mit diesem Verein sympathisiert, an ihm hängt, hätte vor 3 Jahren so eine Position zum heutigen Zeitpunkt blind unterschrieben. Es gibt nicht einen, der das nicht gemacht hätte. Dennoch ist es ja klar, dass man auch dass man vielleicht an mehr denken oder hoffen kann, wenn man so gut in eine Saison reinkommt und jetzt stagniert das Ganze. So, und das ist, glaube ich, im Moment ein bisschen das Problem. Und dann rechnest du wahrscheinlich als Fan immer hoch, mein Gott, hätten wir das nur gewonnen und das, dann hätten wir jetzt 4-25 Punkte. Weißt du, also das Paradebeispiel ist ja Hertha, die haben keine bessere Mannschaft und die gewinnen Spiele, du fragst dich nachher, was ist da los? Ne? Standen irgendwie, glaube ich, auf Platz 3 irgendwo bei der Zwischentabelle. Haben jetzt auch nicht gerade so eine prickelnde Mannschaft oder sowas, ne? Und da hofft man wahrscheinlich als Fan darauf und das ist auch legitim. Ich denke, man hätte irgendwie so, dass das einfach die Sorge da ist. Ne? Die Sorge, dass jetzt dieser Trend nach unten geht und das ist ja nicht irgendwie den Verein in Gottes Willen, ne? Da sind ja der FC-Fans hier und die meisten hier sind auch Mitglieder. Das ist einfach eine Sorge da, dass es jetzt in eine Richtung geht, die wir alle nicht wollen. Das ist, glaube ich, da. Deswegen reden wir ja auch miteinander. Ich denke, das wird ja im Verein auch gesehen und von daher denkt man davon, ihr habt euch ja auch mehr versprochen aus diesen 4 Heimspielen. Ja klar, zu Hause, wie man sagt, aber so schön, willst du das Spiel immer gewinnen. Ne? Und ich glaube, wie du sagst, das ist der Trend natürlich jetzt gerade so ein bisschen. Ich glaube aber auch, dass die Verantwortlichen, ich denke, aus dem Grund steht der Verein auch so gut da, wie es jetzt ist, schon vor der Saison so Dinge klar aufzeigen, was möglich ist mit dem Kader und was eben nicht. Ich glaube schon, dass die Mannschaft natürlich, dass das der nächste Step für den Verein sein muss, eine bessere Saison als letztes Jahr zu spielen. Das ist definitiv möglich. Aber es ist eben natürlich auch so, wenn natürlich nach 5 Spielen 10 Punkte da stehen. Dafür kennen wir das Kölner Umfeld, natürlich alle, wünschen sich alle mehr. Natürlich auch jetzt, wenn man die Tabelle sieht, jetzt vor dem Augsburg-Spiel als Beispiel, wenn du gewonnen hättest, dann wäre es da oben auch wieder mega eng gewesen. Natürlich, das hofft man natürlich insgeheim immer. Aber die Verantwortlichen können so einen Kader vor der Saison doch schon ganz gut einschätzen und wissen, dass nach guten Phasen in der Saison eben auch mal die Rückschläge kommen werden. Das ist jetzt seit 3-4 Wochen leider so. Und ich glaube einfach, dass die Mannschaft, die wir haben, charakterlich und einfach top ist und vor allem auch noch sehr jung. Wir kaufen vor der Saison keine Spieler, die einfach 500 Bundesligaspiele haben und schon überall gezeigt haben, was sie können. Der FC ist einfach ein Verein, die auf Spielersuche sind, die Spieler holen, die vielleicht bei anderen Vereinen noch nicht den Durchbruch geschafft haben, die darauf noch warten in der ersten Liga. Und das ist, denke ich, auch der richtige Weg für unseren Club mit dem Schuldenberg, den wir noch so ein bisschen haben. Und ich glaube auch, dass wir absolut gut dastehen. Ich glaube, dass es wirklich nur ein kleiner Trend momentan ist. Und wir haben jetzt noch 2 Spiele bis Weihnachten. Ja, lass uns mal noch 3 oder 4 Punkte vielleicht holen. Dann wäre es natürlich super. Also wie gesagt, in Bremen kannst du schon gewinnen. Das ist möglich. Wir haben total dort verloren. Aber ich glaube schon, dass Peter die Mannschaft so einstellen wird und die Jungs auch heiß drauf sind, über Weihnachten wirklich eine gute Punkte dort essen zu können, sage ich jetzt mal. Es ist einfach in der Liga so, dass einfach jedes Spiel unberechenbar ist. Es ist kein Spiel mehr. Es gibt keinen Selbstläufer mehr. Und von daher glaube ich, dass unsere Jungs sich, glaube ich, auswärts gerade ein bisschen einfacher tun. Und von daher sehe ich auch eine große Chance, dass sie in Bremen gewinnen werden. Ja, Bremen sehe ich genauso. Und dann kommt ja Dortmund gegen große Gegner zu uns für einsteigen. Also, von daher haben wir eine gewisse Hoffnung. Nehmt das jetzt mal mit, macht eine kleine Pause. Reden anschließend natürlich noch über Patricks neue Aufgabe. Und da ist er ja als Sieger heute zu uns gekommen. Wir müssen auch mal das Gute dann herausstellen. Und reden aber dann natürlich auch über Bremen, wie wir genau da gewinnen. Also, bis gleich. Ciao. Willkommen zurück bei der FC-Stammtisch. So, wie gesagt, ein bisschen rumgemost haben wir jetzt, sind alles losgeworden. Jetzt können wir uns wieder langsam auf Sachen konzentrieren, wie es weitergeht. Und vor allen Dingen freuen wir uns auch über unsere U21, denn die hat am Wochenende gewonnen. 1-0 gegen Weg Beckwig. Der Co-Trainer sitzt ja hier und der kann uns ja sicher sagen, ich meine, große Analyse, wir haben das Spiel alle nicht so, die meisten jedenfalls nicht. Hast einer gesehen? Bitte melden. Ja, doch so viele. Nee, ja. Leider nicht. Hast
konnten gerade an dem Tag leider nicht. Aber trotzdem kannst du mal groß erzählen, jetzt keine große Analyse, aber wie das Spiel so gelaufen ist und wie ihr euch jetzt momentan fühlt mit der Mannschaft. Ja, die Analyse ist kurz und knapp. Natürlich hätte ich gehofft, dass wir alle da gewesen wären direkt bei dem Spiel. Wir haben wirklich schlecht gespielt, aber gewonnen. Und das ist ja letztendlich dann auch immer wichtig, gerade für unsere jungen Spieler, die auch sowas dann lernen müssen. Und wie gesagt, wir haben eine Mannschaft, die technisch recht gut ausgebildet ist. So ist es ja oft so heute mit den jungen Kerlen. Und, aber die müssen eben auch lernen, in diesem Herrenfußball. Im Erwachsenenbereich ist es anders als in der Jugend, sich durchzusetzen. Und letztendlich ist es ja auch ein Ergebnissport. Und von daher ist es auch mal okay, wenn man wirklich mal schlecht spielt und gewinnt. Das ist immer angenehmer, als wirklich gut spielen zu verlieren oder gar nicht zu gewinnen. Also das ist die Analyse zu dem Spiel. Von daher sind wir froh, dass wir Wegberg 1-0 schlagen konnten. Das war gegen den Tabellenletzten. Aber die Spiele müssen eben auch gewonnen werden. Von daher sind wir froh, dass wir das gemacht haben. Und unsere Jungs in der Tabelle recht gut darstellen und merken, dass es halt auch mit ihren Qualitäten in der Liga reicht. Ja, und jetzt muss ich dich natürlich fragen, ich gebe es ja offen und ehrlich zu, du wirst es ja wahrscheinlich ähnlich sehen. Wir hätten dich natürlich auch liebend gerne auf dem Platz gesehen am Samstag, jetzt nicht bei der U21, sondern bei den Profis. Ist nun mal nicht, wir wissen alle warum, brauchen wir nicht lange mit Robert zu reden. Was mich aber interessieren würde, ist, wie bist du jetzt persönlich, nachdem du ja dieses blöde Jahr hattest, wo auch sehr viel noch nicht klar war, wie es laufen würde, wie hast du diese Sache jetzt angenommen? Bist du jetzt der geborene Trainer? Sehen wir dich demnächst als Klopp, Mourinho verschnitt oder Stöber verschnitt auf irgendeinem Platz stehen? Erzähl mal, wie es dir so ergeht in deinem neuen Job? Ja, Stand jetzt geht es mir sehr gut. Aber der Weg dahin war natürlich schon ein langer Weg, das muss man einfach sagen. Ich habe immer Verletzungspech, was ich hatte, auch jetzt zum Schluss mit der Hüfte, dass er das ausbedeutet hat für mich. War das schon ein Jahr, wo ich mich schon Gedanken machen musste, was ich will oder was ich kann oder was ich möchte. Das ist gar nicht so einfach, wenn man wirklich alle Türen offen hat. Und ich habe für mich für den Weg entschieden, in eine Trainerschiene reinzukommen, weil ich einfach glaube, dass ich diesen Umgang in der Mannschaft brauche und mir das halt... Ja, einfach so wichtig ist, ich eigentlich gar nicht mehr anders kann. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt, komm, mach ich mal nichts. Erstmal, da versuche ich irgendwie in eine andere Richtung zu gehen, ob jetzt auch vielleicht Marketing. Auch daran hatte ich viel Spaß für unseren Verein, aber ich habe halt dann doch gemerkt, mit der Dauer der Verletzung, dass ich auf den Platz zurückkehren wollte. Und als mir der Verein die Möglichkeit geboten hat, halt Co-Trainer in der U21, dann ist okay, das ist für mich einfach eine unfassbar große Chance, dort einzusteigen in der vierthöchsten Liga. Und ich glaube schon, dass es auch für die Jungen Spieler auch wichtig ist, einen zu haben, der selbst mal oben gespielt hat. Da lässt mich das eine oder andere doch mal lieber sagen. Und ich glaube, dass ich da schon sehr klare Wege aufzeigen kann, wie es eben ist, nach oben zu kommen. Wie ist nach oben zu kommen und wie es eben nicht klappt. Und ich denke, das ist für mich halt schon ein Fundstück, was ich habe, wo die Jungs auch natürlich auch zuhören. Aber natürlich ist es natürlich was ganz anderes. Wir sind ja hier unter uns. Natürlich würde ich gerne am Samstag noch gegen Augsburg spielen. So ist es. Aber es geht leider nicht. Und sich damit abzufinden, das ist dann schon ein langer Prozess, wo du natürlich einen guten Background von deiner eigenen Familie brauchst. Aber wie ich es festgestellt habe, wo man sich letztendlich nur selbst helfen kann. Also wenn einem wie mir dann der Ball genommen wird, der mein ganzes Leben letztendlich gerollt ist, und der wird einfach gestoppt von einem Arzt aus, dann ist es auch für mich natürlich ein Schritt, meine Karriere zu beenden, der nicht von mir selber kommt, sondern ich werde letztendlich dazu gezwungen. Und das macht die Sache dann für mich natürlich ein Stück weit schwieriger, mit dem ganzen Thema abzuschließen, weil ich nicht letztendlich selbst der Entscheider war, zu sagen, okay, es geht nicht mehr aus körperlichen Gründen, es geht nicht mehr aus sportlichen Gründen, ich packe es einfach nicht mehr, sondern ich bin einfach gezwungen worden, weil mein Körper Nein gesagt hat, obwohl ich wusste, dass ich die Qualität vielleicht noch 2-3 Jahre habe und vielleicht noch ein wichtiger Baustein dieser Mannschaft sein kann, die sehr frisch in der Bundesliga ist, die in den nächsten Jahren wachsen will, die wieder ein fester Bestandteil der Bundesliga sein möchte. Und das fällt mir dann schon schwer, vor allem in den Spielen, wo es eben nicht so läuft. Also ich hatte natürlich dann die Chance, jede Woche zuzugucken. War eine ganz tolle Nummer. In den Situationen, wo es läuft, ist es dann auch einfach für mich gewesen, nach Hause zu fahren und zu sagen, ja, es läuft. So fair war ich dann schon. Aber in den Phasen, wo ich gemerkt habe, Mist, da hättest du jetzt schon geholfen, hättest du da gestanden, hättest du es so oder so gemacht. Das waren die Momente, die dann schwer gefallen sind, wo ich dann auch teilweise schon wirklich zu Hause gesessen und dachte, habe ich denn alles getan, um wieder auf den Platz zurückzukehren. Dann war ich natürlich letztendlich auch froh, als diese Bekanntgabe endlich auch offiziell gemacht worden ist, weil ich, wenn ich durch Köln gelaufen bin, warum auch immer, kennt mein Gesicht doch der eine oder andere und du wirst dann tagtäglich mit diesem Thema konfrontiert, obwohl du gar keine Lust hast, darüber zu reden, war ich immer der Spieler, der gerne mit den Leuten darüber redet. Ich bin nicht der Typ gewesen, der weiterläuft, sondern ich habe dann schon meine Meinung kundgetan
und immer gehofft, dass sie zurückkehren natürlich, habe ich mir eben auch wissen lassen, weil es auch meine Hoffnung war. Aber ja, da dann den klaren Schritt zu machen und zu sagen, ja, das ist der Cut jetzt, das war's mit der aktiven Karriere, war dann für mich einerseits eine Erlösung, aber je eher dieser Tag kam, desto nervöser bin ich wieder geworden, weil ich mich immer wieder gefragt habe, was kann das jetzt gewesen sein? Hast du wirklich alles gemacht, warst du bei jedem Arzt, hast du jede Möglichkeit getestet? Und ja, als es dann raus war, ist von mir doch schon ein bisschen so was abgefallen, weil dann jeder was dann anfangen konnte, nicht jeder mich mehr gefragt hat und ich endlich mich vielleicht auch meinen Frieden mit der ganzen Geschichte finden konnte. Und dann habe ich auch zu einer Verantwortung erzählt, ich würde schon gern was machen, wo ich jetzt nahtlos übergehe, damit ich vielleicht nicht in so ein Loch reinfalle, weil diese Bühne Bundesliga-Profi, das ist schon ein Zirkus einerseits für einen. Wir leben in einer gewissen Blase, das habe ich Jahrzehnte gemacht in der Bundesliga. Wir haben halt gewisse Abläufe, die einfach normal sind irgendwann. Und dann merkst du mal, wie es ist, wenn das alles einfach nicht mehr da ist. Und du merkst, du stehst auf deinen eigenen Beinen. Was machst du jetzt? Du bist erst Anfang 30. Wie willst du noch 30, 40 Jahre deinen Job nachgehen? Und das ist eine Sache, wo ich sage, da habe ich für mich den richtigen Weg gefunden. Aber ich kann auch viele verstehen, die dann in ein Loch reinfallen, die erstmal nichts machen und einfach nicht wissen, was sie anzufangen haben. Und da hatte ich das große Glück, eigentlich meine Familie oder auch der Verein, dass mir direkt in so eine Bahn reingeschoben haben, wo ich auch hin wollte, und von daher geht es mir eigentlich jetzt ganz gut. Klar gibt es noch oft die Phasen, wenn ich im Fernsehen mit dem Jungs stehe, wo ich sage, ja, das könnte ich auch noch, oder ja, da würde ich auch gerne mitspielen. Aber das geht leider nicht, von daher ist es in meinem Kopf alles soweit okay. Es gibt immer noch Phasen, wo ich sage, schade, aber es gibt eben auch mittlerweile auch wieder viele Phasen, wo ich mich auf die ganzen neuen Dinge freue. Ja, erstmal vielen Dank, das war sehr umfassend und ich denke auch sehr, sehr ehrlich. Und ja, es ist ja, wir haben es uns ja alle gedacht, da muss ich ja voll spannend, ja, auf den 10. zweiten Tag, Entschuldigung, jeden Tag 33 Mal auch angesprochen, so werden wir mal einmal durch Köln gehen. Ja, es ist keine einfache Sache. Auf der anderen Seite, wenn ich das höre, Background vom Verein und Familie, ist natürlich, das hilft natürlich. Thomas, hast du eine Frage an Moritz, gerade was diese neue Rolle angeht? Nee, ich finde, er hat gerade sehr, sehr offen und auch Einblicke gegeben, wie das ist. Er hat ja vollkommen recht. Du siehst es ja bei ganz, ganz Großen auch nach der Fußballkarriere. Ne? Zum Beispiel Andi Brehme, Held von Rom, dann Kurzzeittrainer. Ja, und heute soll es ihm ja nicht so gut gehen, wie man so hört. Du kannst halt nicht die nächsten 40 Jahre deines Lebens bestreiten mit dem Titel Ich bin der Held von Rom. Ne? Und du stehst jeden Morgen vor dem Spiegel und sagst das so. Du brauchst halt schon, wie Patrick sagt, du brauchst eine Aufgabe. Die wird natürlich in der Bundesliga wirklich viel abgenommen. Da gibt es ja Spieler, die können nicht mal eine Waschmaschine bestellen alleine ohne ihren Berater. Haben aber, nein, es ist wirklich so, aber haben halt diese Bühne Bundesliga. Du bist wirklich, du bist ein Showstar, du verdienst gutes Geld, dir wird alles abgenommen. Du hast immer wieder die Jungs in der Kabine, das sagen ja alle, die aufhören, ne, mit dem Sport. Dieses in die Kabine kommen, mit den Jungs missreden einfach, Spaß haben, ne, das machen, was du am liebsten machst. Das ist ja, und dann auch zu wissen, alles, was danach kommt, nach der Karriere, wirst du wahrscheinlich nie mehr so gut können, wie das, was du da 10, 15 Jahre gemacht hast. Das finde ich für den Kopf relativ schwierig. Aber ich glaube, das darf ich mir schon erlauben. Ich meine, Patrick, wir haben, glaube ich, auch 8, 9 Jahre uns zu den Interviews getroffen. Er ist halt schon ein Typ, das muss ich wirklich sagen, nicht weil er neben mir sitzt. Es gibt sehr viele, das gefällt mir heutzutage überhaupt nicht. Die sprechen mit dir, wenn es gut läuft, alles toll. Wenn sie dich 10 Minuten später sehen, dann kennen sie dich nicht. Also für mich hat Kinderstube auch was damit zu tun, wie man mit jemandem umgeht. Handschlag, in die Augen gucken. Mit ihm konntest du dir immer einen Flachs machen. Ich finde es vor allen Dingen sehr beachtlich, dass jemand, der so ein Talent hatte wie er, ich kenne niemanden, der eine bessere Schusstechnik hatte als er in der Bundesliga. Und da kannst du dir auch die ganze Zeit hadern. Mensch, hätte ich mal ein großes Turnier gespielt, der war ja Nationalspieler, hätte ich vielleicht mich noch irgendwo auch Titel gewonnen, national oder so. Aber was ich immer an ihm gemocht habe, immer optimistisch, immer einen frechen Spruch um den Lippen, kannst du auch mal irgendwie einen Scheiß reden, den du nicht am nächsten Tag direkt irgendwo in der Zeitung liest oder ich irgendwo von einem höre. Also ich glaube, da sind gute Voraussetzungen da. Er kann sich auch ausdrücken, vor allen Dingen habe ich das Gefühl, er kann die Sprache der Spieler sprechen. Also ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute und keine Fragen weiter offen. Ja, ich hätte da mal eine Frage aus Sicht des Fußballfans vom FC Köln. Wie sieht es mit unserer Talentspieler aus? Sind da so einige Jungs, die da jetzt so ranreifen, die da wirklich das Talent haben, wo man sich vielleicht mal so in 5, 6 Jahren drauf freuen kann, die da wirklich Bundesliga-tauglich werden? Hat man da irgendwie was im Hintergrund? Ich meine, FC Köln ist dafür bekannt für seine gute Jugendarbeit und für die gute Jugendausbildung als solches. Von daher ist da irgendwie
etwas zu erwarten? Ja, beispielsweise du selbst und da noch auch, ja klar. Ja, ich glaube, dass unsere Jugend gut aufgestellt ist und ich glaube auch, dass der Verein von dieser Jugend momentan auch ein bisschen lebt. Wenn ich jetzt Hector sehe, Gerhard, Horn, das sind alles wichtige Spieler, die aus unserer Jugend gekommen sind und ich glaube, dass die Jugend schon so ausgerichtet ist, dass halt den Weg nach oben viele schaffen. Natürlich darf man auch nicht vergessen, dass die Generation eine andere geworden ist von den Jugendlichen. Wenn ich zum Beispiel mich sehe oder ich werde oft gefragt, sehe ich Jungs, die wie du sind, dann sage ich ganz ehrlich, die sehe ich nicht. Weil die Leute mittlerweile in den Vereinen sich anders ausgebildet werden, technisch, taktisch. Aber vielen fehlt dann doch diese Grundelemente, diesen Willen, was zu erreichen, diese Ernsthaftigkeit. Es ist dann, Fußball ist dann nicht eben doch nur ein Hobby, sondern so war es bei mir. Um nach oben zu kommen, musst du einfach mehr machen als viele andere. Du brauchst dir auch ein bisschen dazu das Quäntchen Glück, um nach oben zu kommen. Aber diese ganzen Dinge spielen dann letztendlich auch zusammen, ob du es wirklich packst. Also wie gesagt, wir reden hier von einer Sportart, wo jeder Fußballer werden will. Jedes Kind möchte das erreichen und letztendlich schafft es von 100 vielleicht maximal einer, ja, den Weg nach oben. Und das sind halt die dann wirklich auch, wo die Eltern, wenn ich jetzt 14-, 15-Jährige nehme, mittlerweile fängt es halt an, Berater kommen mit 12, 13 oder auch Schulverträge oder sonstiges. Das ist natürlich schon schwierig, die Jungs dann am Boden zu halten und das dann über die Pubertät hinweg, über den Wachstumsschub. Du kannst das heutzutage nicht von einem 14-Jährigen sagen, der wird's, weil da noch vieles fehlt. Also ich glaube einfach, dass es wichtig ist für uns, die Jungs so auszubilden, dass sie körperlich problemlos oben anrücken können, dass sie natürlich ein taktisches Verständnis haben und technisch gut ausgebildet sind. Aber den letzten Schritt muss dann doch jeder selber gehen. Und das fängt dann, wie ich eben so oft gesagt habe, im eigenen Kopf an. Ich muss bereit sein, auch auf vieles zu verzichten. Ich muss bereit sein, dem Erfolg alles unterzuordnen. Und das hört sich jetzt sehr simpel an. Aber da gehört eine Menge zu. Ich rede von mir persönlich. Ich habe in meiner Jugend für den FC gespielt, im Alter von 12 bis 15. Mein Alltag sah so aus, dass ich bis 2 Uhr in der Schule war. Und im Halbzeit bin ich losgefahren nach Köln. Ich bin abends um 10 zu Hause gewesen. Das heißt, meine Hausaufgaben habe ich im Bus gemacht. Mein Abendessen habe ich im Bus gemacht. Und das habe ich montags, dienstags, donnerstags, freitags und sonntags so gemacht. Das heißt, mit meinen Freunden zu feiern oder mit meinen Freunden in die Stadt zu gehen, ins Kino, war nicht. Natürlich hatte ich meine Freunde, aber die wussten dann klipp und klar, ja, der Pet hat eben nur 2 Tage in der Woche Zeit. Der Rest ist Fußball. Und ich habe natürlich dem auch dann viel geopfert in meiner Jugend. Bei mir ist es dann gut gegangen, aber es gibt eben auch sehr viele Fußballer, die auch viel opfern und die es dann nicht schaffen und dann nachher traurig sind, dass sie in der Jugend so viel hergegeben haben. Also das ist schon extrem schwierig, der Weg nach oben. Ich denke, wir sind alle gut beraten, die Jungs halt gewisse Tipps auf den Weg zu geben. Das ist nicht nur der Fußball, das ist eben auch der Alltag, was Ernährung oder privates Leben, jetzt wie Alkohol angeht oder Rauchen. Das sind Dinge, die mache ich heute noch nicht zum Beispiel. Und ich glaube einfach, das ist sehr breit aufgestellt, bis es einer ganz nach oben schafft. Natürlich ist Talent sehr wichtig, aber ich glaube, heutzutage ist 80% Einstellung fast. Also wenn ich das Talent sehe, Nowitzki hat es, glaube ich, mal im Film gesagt, es ist, glaube ich, 20% Talent und 80% ist Einstellung. Ja. Und da ist wirklich was dran. Okay. Ja, da haben wir auch. Ja. Dass dann der ein oder andere dann wirklich nach oben schafft, wir wissen ja, dass es kann dann wirklich auch gar nicht allen gelingen. Aber mir ist da eigentlich nicht spannend, wenn ich so einen Typen wie den Patrick dann zuhören würde und wenn die Jungs dann zu ihm aufsehen, könnte ich mir vorstellen, dass das denen auf jeden Fall hilft. Jedenfalls hat mir das schon sehr gut gefallen, wie du das gerade hier erklärt hast. Wir müssen wieder einen harten Schnitt machen, die Zeit drängt ein bisschen, von daher würde ich ganz gerne nochmal über Bremen sprechen, das nächste Spiel des 1. FC Köln. Und da werde ich natürlich erstmal nochmal hier, dich hier mit einbeziehen, weil es ist ja nun mal so, in Bremen, wir haben es eben schon erwähnt, da hatten wir schon ein Spiel, das ist leider in die Binsen gegangen, DFB-Pokal, wieder gegen Uca, der auch das entscheidende Tor gemacht hat. Was erwartest du da für ein Spiel? Also wirst du jetzt, personelle Änderungen sehen wollen oder einfach nur von der Einstellung her, von der wir eben ganz sehr gesprochen haben? Ja, ich denke mal, wir müssen mal schauen, wie die Jungs das jetzt weggesteckt haben. Ich denke, das war jetzt ein kleiner Meilenstein gegen Augsburg, wie viele, die letzten Spiele im Übrigen generell allemal auch. Wie gesagt, die Moral muss es jetzt halt eben machen, ist, ich hätte es eben auch schon richtigerweise gesagt, dann eine Kopfsache. Ich hoffe, dass die Trainer, der Trainerstab, das ganze Umfeld es jetzt in der Woche schaffen, dass wir jetzt mal etwas zählbar was mit nach Hause bringen, gerade ausgerechnet in Bremen. Und dass wir uns dann so bis in die Winterpause so reindümpeln und dann hoffentlich in der Winterpause effektiv zu neuen Kräften kommen und an den richtigen Stellen ansetzen, dass nochmal ein Erfolgserlebnis kommt, sowohl für den Trainerstab, für die Mannschaft, für die Fans.
das ganze Umfeld, weil im Moment ist es ja Gott sei Dank noch einigermaßen ruhig. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Ganze jetzt innerhalb der nächsten 14 Tage vehement umschlagen wird und dass man dann so in die Winterpause gehen muss. Ich denke auch, FC hat ein Potenzial und ich denke auch, dass wir am Samstag etwas holen werden, auf jeden Fall etwas Zählbares. Gib doch gleich einen Tipp ab. Ja, ich tippe mal auf ein 2-1. Wobei Uca nicht unbedingt ein Tor gegen uns machen muss. Also. Aber 2-1 gewinnen kann er von mir aus ein Tor machen. Aber Thomas nehme ich jetzt mal als Nächsten, damit er eine Chance, eine Gelegenheit noch als zweiter Mann Tipp loszuwerden, weil normalerweise ist immer der Letzte. Aber Thomas, du bist ein heißer Aufwand, deswegen. Also hau rein. Ich hoffe, du hast jetzt nicht die Assoziation zwischen dem Letzten und HSV-Fan geschaffen. Ne? Ja, hast du jetzt gesagt. Also, das Besondere ist ja, das hat Pep eben schon anklingen lassen, das ist 16. Spieltag. Du willst ja mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. Ne? Horrorszenario, der FC verliert beide Spiele, hast immer noch 20 Punkte, aber hast dann tatsächlich aus den letzten 12 noch 10 Punkte geholt und sitzt dann, glaube ich, schon mit ein bisschen hängenden Köpfen und negativen Gedanken da. Wenn du 23 hast, ist alles gut. Andererseits, auf Bremen gemünzt, richtige Klatsche in Wolfsburg, 6-0, Derby verloren gegen den HSV, teilweise fast widerstandslos. Ne? Da war jetzt gestern das in Stuttgart, stand 1-0 gegen, ich habe 11er nicht gekriegt, war nochmal so ein Lebenszeichen. Also ich glaube, das kennt Patrick ja auch, also Bremen ist schon ein enger Kessel, enges Stadion. Die Fans stehen eigentlich, obwohl Werder seit Jahren im Absprung ist, eigentlich ganz gut hinter der Mannschaft. Ich glaube, das wird ein richtig heißes Ding am Samstag. Was dem FC entgegenkommt, Bremen muss eigentlich gewinnen. Du kannst jetzt mal wieder von hinten raus was machen. Ich sage 1-1, aber ich befürchte trotzdem, dass der, den ihr alle nicht sehen wollt, dass der trotzdem eventuell drin. Tja, ganz kurz vielleicht nochmal, so vor der Patrick natürlich da auch noch seine Meinung zu sagen kann, vielleicht nochmal kurz erwähnen, dass dass das wieder so ein Spiel ist, wo es letztendlich wieder so ein Scharnierspiel geht, nach oben, nach unten oder sonst was. Der Tobias Kaufmann hat das mal so genannt, das habe ich mal schön von ihm übernommen. Geht man in so ein Spiel als Trainer gerne hin, jetzt mal unabhängig davon, einfach nur generell, geht man gerne hin und wechselt dann so eine Mannschaft, die gerade ein Spiel verloren hat, oder soll sie sich dann beweisen? Es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an. Ich glaube, dass Peter sich die Trainingswoche ganz genau angucken wird, wo wir eben lang drüber gesprochen haben, über Körpersprache, Spannung. Das werden schon Dinge sein, wo er sowas sehen will jetzt, dass jeder auch willig ist und heiß ist auf das Spiel. Ich glaube auch, dass Samstag ein super interessantes Spiel ist, nicht nur für die Spieler selber, auch für die Fans wird. Für unsere Jungs, die wissen, die haben mit 20 Punkten schon eine ganz gute Runde gespielt. Das heißt, sie können ruhig, wie auch er sagt, das prima anlaufen lassen. Das wird auch so, denke ich, auch passieren, aber ich glaube eben, dass das auch die große Stärke unserer Mannschaft ist. Genau in den Momenten halt, wenn die Jungs halt versuchen, von Bremen das Spiel ein bisschen zu machen, dann sind wir schon, finde ich, im Konterspiel recht gut aufgestellt, um den einen oder anderen Paukenschlag zu setzen. Also mein Tipp ist, dass wir dort 1-0 gewinnen werden. Und ich glaube auch, dass die Jungs ein anderes Gesicht zeigen werden als gegen Augsburg jetzt. Ich kann nur noch mal aus meiner Sicht zeigen, also wir sind ja alles Profis letztendlich und ich glaube auch, so ein Spiel gegen Augsburg, das ist spätestens dann mit der Nachanalyse auch dann wirklich vorbei. Wie gesagt, die wissen, dass sie nicht ideal gespielt haben. Und ich glaube auch, dass sie so aufgearbeitet haben, dass es abgehakt ist. Und dann geht es halt der komplette Fokus aufs Bremen-Spiel schon. Da sind, da zählen wir auch noch zu, alle Profis genug, um das letzte Spiel einfach abzuhaken. Weil das ist schön eben auch im Fußball. Du kannst einfach jede paar Tage später das Ding wieder anders machen. Ne? Und vergessen machen vor allem. Ja, das nehmen wir auch gerne an, wenn es klappt, umso besser. Also 1-0 ist dein Tipp, weil ich kann nicht dazu sagen, ich habe gehört, du trinkst keinen Alkohol. Du kannst aber jetzt im Winter fast Kölsch gewinnen, das kannst du ja dann weiter verschenken, solltest du gewinnen. Also musst du nur beim nächsten Mal selber abholen. Also wir haben leider hier nicht die Möglichkeiten, das auch groß zuzustellen. So, bevor wir jetzt, jetzt habe ich die Geschenke weggestellt. Kleinen Moment mal eben, bevor wir jetzt zum Ende kommen, soll der Pat natürlich nicht ganz umsonst gekommen sein. Ich meine, das wird dir ein Begriff sein. Ne? Also Heinz Lohr, einer der besten Fußballer aller Zeiten. Ja. Nicht nur für den ersten FC Köln, sondern generell. Film und Buch. Und kannst mir glauben, das ist über den grünen Klee gelobt worden. Überall hat Preise schon gewonnen. Also als beste Dokumentation Deutschlands in diesem Jahr. Hat sich das auch verdient. Schau es dir an, in ruhiger Minute. Dein Trainerkollege Werner Heck, dein Cheftrainer sozusagen, ist ja auch mit drin. Ganz am Schluss wirst du ihn auch nochmal sehen. Ja, damit sind wir für heute fertig. Bevor ich jetzt die Fernsehzuschauer oder Internetzuschauer verabschieden,
Ihr bleibt bitte alle noch sitzen, ich habe gleich noch eine kleine Bitte an euch. Also, in diesem Sinne aber erstmal, macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen und danke für meine Wünsche.